Ich bin James Knopf selbst und das ist mein Kanal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ecken-Video. Und zwar diesmal kommt Chidi Chidi Bang Bang dran. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich habe den gesehen, da war ich ein Kind noch. Das ist ja auch so eine Kindheitserinnerung. Hat aber eigentlich von damals nichts eingebüßt. Meine Tochter sieht den Film immer noch gern. Ich finde ihn sehr lustig. Es geht dabei darum, dass ein alleinerziehender Vater, ein Erfinder, der Dick Van Dyke, in dem Fall von Dick Van Dyke gespielt, mit seinen zwei Kindern und einer Fabrikantstochter ein paar Abenteuer erleben und die bauen dabei ein Auto und das Auto nennen sie Chidi Chidi Bang Bang, ja, nach dem Motorgeräusch. Und das ist ganz lustig, das Auto, man sieht es hier auch, ja, das fliegt da dann, das kann schwimmen und es sind ganz, ganz lustige Sachen dabei. Mit Musik ist der Film auch stark, also so ein Musikfilm. Und wer auch noch mitspielt, Benny Hill, wenn euch das was sagt, der spielt da den Spielzeugmacher, soweit ich noch in Erinnerung habe. Und wer noch mitspielt als König, ist der Gerd Fröbe. Wenn ihr Goldfinger kennt, den James Bond, da spielt der Gerd Fröbe den Bösewicht, den Mr. Goldfinger, und der spielt da auch mit. Gut, die erleben dann relativ viele Abenteuer, kommen in das Königreich von diesem König, das ist dann so ein bisschen fantasiemärchenhaft angehaucht, wo Kinder verboten sind. Und dann gibt es auch so einen Kinderfänger, der dann die Kinder einsammelt, weil die Königin will keine Kinder. Und die machen dann aber gemeinsam einen Aufstand und dann werden alle Kinder befreit. Und am Ende endet natürlich alles gut. Und das Ganze ist, wie gesagt, finde ich eine relativ schöne und nette Geschichte. Und ja, jederzeit sehenswert. Ich denke, der Film wird jetzt alt sein. Ich denke mal 30, wahrscheinlich eher schon 40 Jahre alt. Aber nichtsdestotrotz immer noch schön zum Anschauen. Jetzt hoffe ich, dass euch das ein bisschen Lust gemacht hat, darauf den Film wieder anzuschauen. Ich mache euch natürlich den Link unten rein. Und bedanke mich für die Zeit, fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.